persönlich mitgemacht hat. Und damit steht und fällt das auch. Ne? Alles in allem bin ich ganz zufrieden, muss ich wirklich sagen. Es läuft gut. Dann aber kommt ein anderer Hund in Sicht. Lupo zieht und Nina ist ratlos. Was soll ich jetzt machen? Okay, also jetzt, wenn dieser Anruf schon so drohend kommt, dann lass ihn jetzt einfach mal, lass einfach Leine fallen. Okay. Lass Leine fallen. Okay. Weil das ist ja eigentlich so eine Situation, die so klassisch ist. Beide Hunde sind ganz angespannt und die Nase wächst und diesen Loch drin. Der gesellige Lupo stößt hier auf wenig Gegenliebe. Aber das Schöne ist wirklich, dass der Lupo das dann auch sofort deeskaliert. Also der legt es nicht drauf an. Und das kann jetzt mit der Entwicklung der Pubertät noch in beide Richtungen gehen. Also es kann sein, dass er sagt, ich lerne daraus und mache von Anfang an nicht so große Klappe. Oder ich lerne daraus und sage, jetzt probiere ich es wirklich mal. Ne? Kann ich das irgendwie beeinflussen? Ja, durch Erziehung. Nee. Während Lupo bereits seine Pause von der Erziehung genießt, muss Martin Lina ein wenig bremsen. Wichtig sind und dass du Geduld brauchst und gib ihm Zeit, gib dir Zeit, ne? Und dann geht das in die richtige Richtung. Er lernt so schnell. Aber er braucht Pause. Genau, ja. Und in den Pausen fest.